Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. 24 Stunden nach dem Terrorüberfall auf das griechische Kreuzfahrtschiff City of Poros hat die Polizei eine Fahndung nach mehreren Tatverdächtigen eingeleitet. Bei dem Anschlag gestern Abend unweit der Insel Aegina wurden 11 Menschen getötet. Von den 78 Verletzten müssen noch 28 in Krankenhäusern behandelt werden. Die brennende City of Poros, gestern Abend 30 Kilometer vor dem Hafen von Piräus. Schon kurze Zeit nach dem Anschlag sind die ersten Rettungsschiffe der Küstenwacht und Fischerboote eingetroffen, um die Passagiere von Bord zu holen. Einige mussten mit Schussverletzungen, andere mit Verbrennungen in Krankenhäuser gebracht werden. Ein großer Teil der rund 500 Touristen und Besatzungsmitglieder ist aus Angst über Bord gesprungen, viele ohne Schwimmwesten. Sie werden alle aus dem Wasser gefischt. Auf dem Kreuzfahrtschiff waren überwiegend Franzosen und Engländer, aber keine Bundesdeutschen. 6 Menschen wurden auf dem Schiff getötet, 3 starben auf dem Transport in die Klinik, 2 wurden von der Schiffsschraube zerfetzt. Bislang konnten erst 2 Opfer identifiziert werden. Die City of Poros heute Nachmittag. Nach übereinstimmenden Berichten haben sich Szenen des Schreckens abgespielt. 1 oder 2 dunkelhäutige Männer sollen plötzlich Schnellfeuergewehre hervorgeholt und wahllos um sich geschossen haben. Ein anderer habe Handgranaten in die Menge geschleudert. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen und das Deck eingestürzt. Dann seien 2 Explosionen zu hören gewesen. Panik sei ausgebrochen. Das Ganze sei wie eine Ewigkeit erschienen, habe aber nur 4 Minuten gedauert. Die Täter seien mit einem Motorboot geflüchtet. Dieser Mann und diese Frau sollen an dem Anschlag beteiligt gewesen sein. Der Bordfotograf hatte die Aufnahme kurz vorher gemacht. Auch von diesen beiden Männern hat die griechische Polizei Fahndungsfotos an eine Grenzposten verteilt. Bislang konnten die beiden nicht identifiziert werden, doch stehen sie unter dringendem Verdacht einer Beteiligung an dem Anschlag auf das Ausflugsschiff. Bei ihren Ermittlungen sehen die griechischen Sicherheitsbehörden offenkundig einen Zusammenhang mit der Explosion eines von einem Libanesen gemieteten Pkw. Das Auto mit Schusswaffen und Sprengstoff beladen war nur wenige Stunden vor dem Feuerüberfall auf das Schiff unweit der Anlegestelle der City of Poros detoniert. Die beiden Insassen wurden getötet. In den Trümmern fand die Polizei unter anderem eine iranische Zeitschrift. Die Beziehungen zwischen Nicaragua und den USA haben mit der gegenseitigen Ausweisung der Botschafter und je 7 weiterer Diplomaten einen neuen Tiefpunkt erreicht. Die sandinistische Regierung hatte die US-Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt, weil sie eine Destabilisierung der Lage in Nicaragua betrieben. Ich habe das Außenministerium angewiesen, auch deren Botschafter und 7 seiner Genossen zurück nach Nicaragua zu schicken. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern wolle er nicht abbrechen, aber die Möglichkeit behalte er sich vor, sagte der amerikanische Präsident. Republikanische Abgeordnete und Senatoren sprachen schon davon, die Ausweisung des US-Botschafters aus Nicaragua fordere nun wieder mehr Unterstützung für die Contras, die bewaffnete Opposition in Nicaragua. Die Krise ausgelöst hatten diese Unruhen in einer Provinzstadt des kleinen Landes. Die Polizei ging gegen die etwa 10.000 Demonstranten mit Tränengas vor. Am Tag darauf, am Montag, wurde die Oppositionszeitung La Prensa wieder einmal verboten. Wegen schamloser, offener Einmischung in innere Angelegenheiten wurden dann US-Botschafter Richard Melton und 7 andere amerikanische Diplomaten aufgefordert, das Land zu verlassen. Nicaraguas Außenminister Discoto warf den Amerikanern vor, sie hätten ihr diplomatisches Amt missbraucht, um die Regierung eines anderen Landes zu destabilisieren. Er sprach von einem systematischen Mord. Ob dies nun das Ende der Versöhnungsbemühungen in Nicaragua ist oder noch nicht, das ist eine bange, aber noch offene Frage. Wie verworren die Situation zur Stunde ist, zeigt auch der Umstand, dass die nicaraguanischen Diplomaten in Washington möglicherweise gar nicht beim US-Außenministerium akkreditiert sind, sondern bei der Organisation amerikanischer Staaten. Ob man diese Diplomaten also ausweisen darf oder nicht, wird im State Department zurzeit noch geprüft. Aber im ersten Zorn hat man es vorerst schon einmal getan. Die Sowjetunion hat heute einen Truppenabzug aus Ländern des Warschauer Paktes für die nahe Zukunft ausgeschlossen.
In Moskau sagt ein Sprecher des Außenministeriums, man sehe keine Notwendigkeit für einseitige Schritte zu einem Zeitpunkt, da die Öffentlichkeit die Aufnahme von Verhandlungen über eine Truppenreduzierung in ganz Europa fordere. Hintergrund der Erklärung: am Wochenende hatten sowohl die USA als auch Ungarn einen möglichen sowjetischen Truppenabzug angedeutet. Die jüngsten Abrüstungsvorschläge des sowjetischen Parteichefs Gorbatschow haben bei der NATO und in Bonn ein geteiltes Echo gefunden. Vor dem Parlament in Warschau hatte Gorbatschow gestern unter anderem eine gesamteuropäische Gipfelkonferenz über konventionelle Abrüstung vorgeschlagen. Dazu sagte NATO-Generalsekretär Wörner, er sei skeptisch, ob dies Europa einem stabilen Gleichgewicht auf niedrigerer Ebene näher brächte. Mit dem Hinweis auf die Wiener KSZE-Konferenz bezeichnete der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion Rühe im Saarländischen Rundfunk ein solches neues Gremium als überflüssig. Demgegenüber befürworteten der SPD-Abrüstungsexperte von Bülow und die außenpolitische Sprecherin der FDP Hambrücher ein Aufgreifen der Gorbatschow-Vorschläge und sprachen von einer historischen Chance. Der sowjetische Parteichef hat heute am zweiten Tag seines auf 4 Tage angesetzten Freundschaftsbesuches in Polen Ausflüge ins Land gemacht und dabei immer wieder den Kontakt mit der Bevölkerung gesucht. Kurallen vom Bergvolk der Hohen Tatra überreichen Salz und Brot an den Gast aus Moskau, in Poronin, einem kleinen Dorf im Süden Polens. 1914 haben sie Wladimir Iljitsch Lenin wegen des Verdachts der russischen Spionage von hier verjagt. Heute ist das ehemalige Feriendomizil von Lenin Museum und Gedenkstätte. Pflichtprogramm für jeden guten Kommunisten in Polen. Auch die Damen Raisa und Barbara legen Blumen nieder am Denkmal in Poronin. Den ganzen Tag über Sympathiewerbung für eine gemeinsame Sache. Auch wenn die Stimmung locker ist, Gorbatschow weiß, in Polen fällt der Glaube schwer an die sozialistische Erneuerung. Hier im vergleichsweise liberalen Polen faszinieren eben Taten und nicht Worte. Die alltägliche Realität bedrückt mehr, als dass sie zu Hoffnungen Anlass böte. Krakau, die alte polnische Königsstadt. Hier, wo die europäischen Wurzeln Polens greifbar sind, nur eine halbe Stunde Zeit für einen Rundgang. Zu der von vielen Polen erhofften Begegnung mit einem hohen Repräsentanten der katholischen Kirche kommt es nicht. Solidarność-Führer aus dem Lenin-Stahlwerk Nowa Huta haben Gorbatschow einen Brief geschrieben mit der Hoffnung, dass auf die Worte Demokratisierung auch Taten folgen und dass nie wieder auf streikende Arbeiter in Polen geschossen werde. Zur Stunde Begegnung mit ausgewählten polnischen und sowjetischen Jugendlichen im Innenhof des Wawelschlosses in Krakau. Morgen wird Gorbatschow die Hafenstadt Stettin an der Grenze zur DDR besuchen. Am vorletzten Tag seines Besuches in der DDR hat Bundesumweltminister Töpfer heute Ost-Berlin zur Freigabe der seit 1982 geheim gehaltenen Umweltdaten gedrängt. Gegenüber seinem Amtskollegen Reichelt und Fachwissenschaftlern in Leipzig betonte er das Interesse Bonns an genauen Daten über den tatsächlichen Schadstoffausstoß der Braunkohlekraftwerke. Töpfers Absicht ist es, mit der DDR ein gemeinsames Smog-Frühwarnsystem zu vereinbaren. Der Führer der angolanischen Rebellenbewegung UNITA, Savimbi, ist überraschend im Bundeskanzleramt empfangen worden. Der außenpolitische Abteilungsleiter Telchik bat Savimbi gestern Abend zu sich. In dem Gespräch sei es, so Regierungssprecher Ost, um die Aussichten für eine friedliche Lösung des Bürgerkrieges in Angola gegangen. Savimbi, dessen Besuch in der Bundesrepublik von einer Organisation mit dem Namen Stiftung Hilfe in Not betreut wird, war gestern auch mit CSU-Chef Strauß zusammengetroffen. Bundespräsident von Weizsäcker und offensichtlich auch das Auswärtige Amt hatten Gesprächswünsche abgelehnt. Offenbar unter dem Eindruck der Proteste zahlreicher Organisationen und Staaten, unter ihnen die Bundesrepublik, hat die südafrikanische Regierung die Vollstreckung der Todesurteile gegen die sogenannten 6 von Sharpeville ausgesetzt. Den Verurteilten, eine Frau und 5 Männern, war die Beteiligung an einem Lynchmord angelastet worden. Justizminister Kutse erklärte am Abend, ihnen sollten alle rechtlichen Möglichkeiten einschließlich eines neuen Berufungsverfahrens eingeräumt werden. Der Präsident des jüdischen Weltkongresses, Bronfman, ist heute in Berlin von Bundespräsident von Weizsäcker empfangen worden. An der mehr als einstündigen Unterredung nahm auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Galinski, teil. Am Vormittag hatte Bronfman vor der Presse die Bereitschaft der DDR zu Wiedergutmachungszahlungen als historisches Ereignis bezeichnet.
Ein entsprechendes Abkommen mit Ost-Berlin könne im Herbst unterzeichnet werden. Der 59-jährige Amerikaner, der auch einen Kranz am Ehrenmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Plötzensee niederlegte, wird am Donnerstag in Bonn mit dem Bundeskanzler zusammentreffen. Neuer Generalsekretär der CSU soll in Kürze der 41-jährige Erwin Huber werden, bisher Stellvertreter in diesem Amt. Einem entsprechenden Vorschlag von CSU-Chef Strauß hat der Parteivorstand einmütig zugestimmt. Der noch amtierende Generalsekretär Gerold Tantler war Mitte Juni zum bayerischen Wirtschaftsminister berufen worden. Strauß will Tantler darüber hinaus zum außenpolitischen Bevollmächtigten der CSU machen. Mieter von Sozialwohnungen befürchten durch die Auswirkungen der Steuerreform drastische Mieterhöhungen. Bundesbauminister Schneider wies heute in München derartige Aussagen von Politikern als Angstmache zurück. Er habe Zusagen, dass der Mietzins nicht angehoben werde. Mit der Aufhebung der Steuerfreiheit für gemeinnützige Wohnungsunternehmen wird es, so schätzen Fachleute, zumindest in Ballungsräumen langfristig zu Mietsteigerungen kommen. Allein im Raum München werden Tausende von Sozialmietern städtischer Wohnungen möglicherweise mehr Miete zahlen müssen. Im Münchner Bereich werden etwa 80.000 Wohnungen betroffen sein, die heute noch sehr preiswerte Mieten haben, wie uns der Vorsitzende des Münchner Mietervereins gesagt hat und wie uns Senator Hunger, ein exzellenter Fachmann, ebenfalls sagen musste. Wir sind ja gezwungen dann, die sogenannte Kostenmiete, die ja zum Teil sehr niedrig ist. Heute haben wir noch dort bei einigen Wohnungsbaugesellschaften Mieten mit 3,80 Mark den Quadratmeter, weil damals die Kosten so niedrig waren. Oder 4,20 Mark oder 4,90 Mark oder 5,30 Mark. Die werden sich im Laufe von 6-7 Jahren auf jeden Fall verdoppeln oder noch darüber hinausgehen. Kein Unternehmer sei daran gehindert, die freiwilligen Leistungen den Mietern gegenüber bestehen zu lassen, argumentiert dagegen der Bundesbauminister. Oskar Schneider verteidigte die Reform. Es handele sich nicht um die Abschaffung der Gemeinnützigkeit, sondern lediglich um den Wegfall eines Steuerprivilegs. Er glaube nicht an Mietsteigerungen. Gemeinnützige müssen kostendeckende Mieten erzielen, damit sie ihren Gemeinnützigkeitsauftrag erfüllen können. Aber sie brauchen nicht, unternehmerische Gewinne zu erzielen, um sich an den Mietern in irgendeiner Form zu bereichern. Das ist ja gerade die Idee der Wohnungsgemeinnützigkeit. Die wird ja durch diese Gesetzgebung in gar keiner Weise berührt. Bundesverteidigungsminister Scholz lehnt ein Verbot von Tiefflügen ab. Aus Gründen der militärischen Sicherheit müssten Tiefflüge trainiert werden, sagte Scholz in einem heute vorab veröffentlichten Interview mit der Illustrierten Quick. Damit wandte er sich gegen die einstimmige Forderung des Rheinland-Pfälzischen Landtages, Tiefflüge generell zu untersagen. Allerdings versprach Scholz, die Zahl der Tiefflüge über dem Bundesgebiet künftig zu verringern. Vom sowjetischen Raumfahrtbahnhof Baikonur ist heute Abend die Marssonde Phobos 2 ins All geschossen worden. Der Start wurde vom sowjetischen Fernsehen direkt übertragen. 200 Tage wird es dauern, bis die Sonde ihr Ziel, den Marsmond Phobos, erreicht hat. Entfernung 190 Millionen Kilometer. Phobos 1 war schon am Donnerstag Richtung Mars gestartet. Anfang April sollen die beiden Sonden in einer Höhe von nur 50 Metern die Nachbarplaneten überfliegen und dabei mit Laserstrahlen die Zusammensetzung des Gesteins erforschen. An dem Forschungsprojekt beteiligen sich 12 Länder aus Ost und West, darunter auch die Bundesrepublik. Auslosung der ersten Runde in den europäischen Fußballwettbewerben in Genf. Danach treffen die bundesdeutschen Vereine auf folgende Gegner. Im Pokal der Landesmeister kommt es zu einem innerdeutschen Duell. Dabei muss Werder Bremen zunächst bei BFC Dynamo Berlin antreten. Pokalsieger Eintracht Frankfurt spielt zuerst bei Grasshoppers Zürich. Die Paarungen im UEFA Cup, VfB Stuttgart, Tatabánya Bányás, Ungarn, FC Antwerpen, 1. FC Köln, Bayern München, Legia Warschau, Bayer Leverkusen, Belenenses Lissabon, AS Rom, 1. FC Nürnberg. Die Hinspiele finden am 7. September, die Rückspiele am 5. Oktober statt. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 13. Juli. Der Satellitenfilm zeigt einen Streifen starker Bewölkung, der sich von der Ostsee über Mitteleuropa nach Südwesten erstreckte. Er verlagerte sich rasch ostwärts, sodass heute über Deutschland größere Wolkenlücken auftraten. Gleichzeitig näherten sich vom Ostatlantik und den britischen Inseln neue Wolkenformationen. Ursache dafür ist ein Tief westlich von Irland, das sich mit seinem Frontensystem zügig ostwärts verlagert. Auf seiner Vorderseite gelangt morgen vorübergehend warme, im weiteren Verlauf kühle Meeresluft nach Deutschland.
Die Vorhersage für morgen. In den Frühstunden einzelne Nebelfelder, nach deren Auflösung zunächst allgemein heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf von Nordwesten her Bewölkungsaufzug und nachfolgend vor allem im Norden zeitweise Regen. Im Süden und im Südwesten gegen Abend vereinzelt Gewitter. Tiefstwerte 8 bis 13 Grad. Tageshöchstwerte 22 bis 27 Grad. Anfangs schwacher, später auflebender Wind aus südlichen Richtungen. Vereinzelt Gewitterböen. Die weiteren Aussichten am Donnerstag wechselhaft und deutlich kühler.